Ach, ist das nicht herrlich, dieser morgendliche Ausblick von der Terrasse des Gästhaus in die Berge des großen Kaukasus, wo die Sonne gerade die Gipfel der Berge mit Licht flutet. Was soll an einem solchen Tag schon noch schiefgehen? Nach dem ausgiebigen Frühstück, naja, den Cha-Cha haben wir lieber stehen gelassen, starten wir zum Testzentrum, um unsere negativen PCR-Tests abzuholen. Dieser PCR-Test dient nur der Prophylaxe für den Fall, dass wir an der russischen Grenze abgewiesen werden und wieder nach Georgien rein müssen, weil das funktioniert nur mit einem aktuellen PCR-Test. Im Falle einer Einreiseablehnung an der russischen Grenze würden wir sonst zwischen Georgien und Russland festhängen. Der Tunnel war das Netz weg. Es war auch ein unbeleuchteter Tunnel. Oh, sorry. Falls du dich wunderst, dass ich quassel, Heiko, ich bin online. Wir müssen die Leute doch mit nach Russland nehmen. Wir sind jetzt von Stephansminder, wo wir übernachtet haben, in einem Gästhaus. Auf dem Weg zur russischen Grenze haben eben gerade unseren PCR-Test abgeholt, der wie erwartet negativ ausgefallen ist. Ja, das ist ein bisschen bedauerlich. Zwei GSe, die auf dieser Tour verreckt sind, von denen wir jetzt schon gehört haben. Heiko, pass bloß auf. Ich meine, ich habe ja auch eine GS, aber die läuft. So, wir fahren durch einen. Oh ja, wir haben ja wieder gescheites Licht. Wir haben gestern unsere Motorräder erstmal gewaschen. Ja, bis zur russischen Grenze ist es jetzt nicht mehr weit. 5 Kilometer haben wir wahrscheinlich schon gefahren, also es müssten noch so 10 Kilometer sein. Also an der russischen Grenze, das wird sehr lange dauern, die Abwicklung. Das weiß ich. Vermutlich. Oder auch gar nicht. Vielleicht sagen die auch gleich, dreht um. Wenn wir beide wieder ein Interview bekommen, dann dauert das Interview alleine schon eine halbe Stunde. Also die interviewen uns, nicht umgekehrt. Unsere Wäsche ist frisch gewaschen. Wir fühlen uns heute wie aus dem Ei gepellt. Hey Heiko! Alles riecht gut, gut gefrühstückt da im Hotel, wenig bezahlt. Viel Glück, würde ich besser sagen. Sehen wir heute noch den Kaukasus auf der russischen Seite. Die Reise ist das Abenteuer. Das Ziel, den großen Kaukasus, genießen wir gerade in vollen Zügen. Ich sage ja, vielleicht lehnen die uns gleich ab hier an der georgischen Grenze. Und wir fahren nach vorne. Ja. Wenigstens so weit es geht. Hallo? Can we go? Thank you. Siehst du, funktioniert wieder. Da fahren wir auch dran. Da fahren wir auch gleich dran vorbei. Und hier sind wir jetzt brav und bleiben stehen. Fahrzeugschein und Reisepass, vermute ich. Rein theoretisch könnte man auch vorlaufen. Das geht ja schnell hier. Dann kann man
darf schon mal Sachen fertig machen. Ich bin gleich wieder da. Uns wenig Hoffnungen gemacht, dass wir über die Grenze kommen. Wir bräuchten eine Special, aber warten wir es mal ab, vielleicht kriegen wir es doch hin. So, jetzt kommt vielleicht noch was mit dem Zoll. Hoffe ich aber nicht. Da steht ein Biker, mal gucken, was das für einer ist. Das ist bestimmt ein Russe. Hi! How are you doing? We came from Turkey, Georgia, and now want to go to Russia. But we think that they will not let us in because of Corona. Do we have a chance? What do you think? To get over the border? No, the step. Okay. So, das hat uns nichts genützt. Ich dachte, der hätte vielleicht einen guten Tipp für uns. Also wir sprechen jetzt nur noch von Transit, ne? Transit. Sehr holprig. Und wie gesagt, es könnte sein, dass gleich das Netz in diesem Tunnel, in dem letzten Tunnel, glaube ich, abreißt. Ob es danach wiederkommt, ich kann es nicht garantieren. Falls es weg ist, sage ich schon mal Tschüss, wünsche euch einen schönen Sonntag. So, es kommt der nächste Tunnel. Erstaunlicherweise parken da diesmal gar keine Autos. Wir stehen an der russischen Grenze. Jetzt erstmal Papierkram erledigen. Wir werden durchgewinkt und sind auf der russischen Seite hinterm Schlagbaum. Es sieht ganz gut aus. Wir warten allerdings noch auf unsere Papiere. Und dann geht's ins Hinterzimmer. Mein Optimismus steigt. So, wir haben unsere Papiere zurück. Jo, wir waren ungefähr 3 Stunden in Russland. Und haben in der Zelle gesessen. Nein, in einem Warteraum, wo man darüber sinniert hat, während wir dort gewartet haben, ob man uns einreisen lässt oder nicht. Mit dem Ergebnis, dass zum Schluss rauskam, sie können uns nicht reinlassen, weil wir ein Touristenvisum haben und damit geht's nicht. Wir hätten irgendjemand haben müssen, Verwandten, den wir besuchen müssten oder irgendwas. Hat alles nicht geklappt. Schade, 3 Stunden Russland war ein bisschen wenig und nur an der Grenze rumhängen war ein bisschen doof. Jetzt stehen wir hier vor der georgischen Grenze wieder und reisen ein und werden mal nach Batumi fahren und vielleicht bei den Nico helfen aus seiner Patsche, dass er vielleicht sein Motorrad doch noch fit bekommt. Wir wissen ja im Moment noch gar nicht, worum es geht und was er hat. Deshalb warten wir das mal ab. So, und jetzt ist der Heiko schon an der Reihe. Ich bin zu faul zu laufen. So, wir stehen hier an der Passabfertigung.
Ich bin online. Ja, wink mal. Mach mal winke, winke. Wir sind, Venture Face. Wir sind voll Mimi. Wir sind abgewiesen worden. Sekunde Hautweisung. Unrasiert. Naja, wir waren ja flexibel, wir haben uns auf alles vorbereitet. Insofern hatten damit gerechnet, das ist jetzt keine Riesenenttäuschung. Jetzt könnte ich die Online-Session noch parallel hier mit meiner Kamera aufzeichnen. Oh, Karte voll. Boah, Vorsicht, Stein. Der LKW hat einen Grad voll mitgenommen. Zwei Motorräder aus Tiflis. Die fahren genauso irrsinnig. Würdest du hier überholen, Heiko? Also, die sind dort durchgeknallt, oder? Also, ehrlich. Nach dem Motto, da kommt schon nichts. So, also wir sind jetzt auf dem Weg nach Stephansminde, das ist nicht mehr weit. Wir haben es jetzt schon 13, 14, 15 Uhr hier. Alles frei vorne. Ach Kälbchen, musst du mitten auf der Straße stehen? Du bist ja auch lustig. So, wir sind wieder in Stephansminde. Der Kaffee naht. Den brauche ich auch jetzt. Fahren, 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 fahren. Los, 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 los. Huttig, huttig. Ein Wörter. Zack. Unser bevorzugter Kaffeeplatz. Unser Kaffee des Vertrauens. Cappuccino, Heiko? Cappuccino oder was anderes? Cappuccino? Ich bestell schon mal. So sieht das hier drin aus. Könnt ihr mal reingucken. Ganz nett, ne? Super. Ganz super. War auch richtig viel los gestern Abend. Haben wir auch gegessen, hat auch lecker geschmeckt. War alles gut. May I have two cappuccino? Okay. Kollege ist coming. Okay. Great, thank you. Hier sitzen wir unter den Bäumen, da oben sind die Berge zu sehen, hinter uns auch. Es ist leicht bewölkt, aber es sieht alles nicht nach Regen aus. Ein paar Wolken sind hier auch. Wir hatten die ganzen russischen Dokumente schon ausgefüllt und es sah am Anfang alles ganz gut aus, aber dann kam dieses Interview, von dem ich ja auch schon mal gesprochen habe, wo wir dann ins Hinterzimmer eingeladen werden. Und ja, da kam dann nichts Gescheites bei raus. Wir hatten ja jetzt nur noch 11 bzw. 12 Tage Visum und das ist schon verdammt eng für Russland, wenn da irgendwas schief geht. Heiko, erstmal Stephansminde, ne? Ja, hörst mich? Ja, ich sag Heerstraße runter, ne? Wir hauen uns dann gleich erstmal einen Kaffee rein, bevor wir weiterfahren. Und bis zu diesem Kaffee nehme ich euch mit. Ja, wie war es an der Grenze? Wir haben uns erstmal bis ganz nach vorne gedrängelt. Das hat, was heißt gedrängelt? Wir sind aber vorgefahren. Es hat auch ohne weiteres funktioniert. So, dann kam die Passkontrolle
alles ganz normal. Er hat ein paar Mal telefoniert, gefragt und hin und her. Und es sah so aus, als wenn alles seinen positiven Gang nimmt. Da war ich schon ganz happy. Naja, großes Interview hat nicht stattgefunden. Auf jeden Fall wurden wir dann mit in so ein Hinterzimmer genommen. Nicht nur wir, alle, die einreisen wollen. Und ja, viele Leute haben mitdiskutiert. Ein paar Leute, die dann Deutsch oder Englisch, Russisch sprachen, haben dann noch mit übersetzt und geholfen. Aber es hat alles nichts genützt. Man hält sich scheinbar doch an die Regeln, die man nach außen hin kommuniziert hat. Ist dann halt nur blöd, dass man uns dann überhaupt ein Visum ausgestellt hat. Die meisten haben sich ja darüber gewundert, dass wir überhaupt ein Visum hatten. Das haben die, selbst die an der Grenze haben sich gewundert. Boah, hab ich denn hier so eine komische Fliege, die mir an der Nase hängt? Ja, damit sind dies jetzt die letzten Stunden, die wir im Kaukasus verbringen. Im nördlichen Bereich der Heerstraße befinden sich viele parallel verlaufende Tunnel, die aber zu dieser Jahreszeit scheinbar kaum benutzt werden oder gar nicht benutzt werden. Das macht uns neugierig. Und weil wir neugierig sind, probieren wir doch mal aus, ob man da nicht auch durchfahren kann. Oh, viel breiter sollten die Spalten hier in den Wasserausläufen nicht sein, sonst kann das mit dem Vorrad mal richtig schief gehen. Aber wie man sieht, man kann problemlos da durchfahren. Es hat geklappt. Wir kommen raus kurz vor dem mineralhaltigen Quellen, den kleinen Pamukkale hier an der Heerstraße. Zeit für einen kurzen Stopp. Großartig essen kann man hier nicht. Kaffee trinken, ja. Neben Obst gibt es hier kaukasischen Honig und sonstige georgische Spezialitäten. Nein, das sind keine Erotikspielzeuge. Es handelt sich um die georgische Süßigkeitsspezialität Churchella. Und besteht aus Walnüsse, welche an einem Faden aufgereiht sind und anschließend mit Weizenmehl angedicktem Traubensaft umhüllt werden. Die Geschmacksprobe hier hat mich nicht gerade vom Hocker gehauen, obwohl ich Walnüsse und Traubensaft durchaus mag.
Na, das hier rechts kennt ihr sicher noch vom letzten Video. Das georgisch-russische Friedensdenkmal, wo wir vor 2 Tagen gezeltet haben. Mit dem Friedensdenkmal im Rückspiegel wird mir jetzt klar, dass der große Kaukasus mit jedem Meter, den wir die Heerstraße jetzt weiter hinunterfahren, bald hinter uns liegen wird. Das macht mich schon etwas nachdenklich. War doch schließlich alles ganz anders geplant. Für mich fällt dadurch heute die Reise durchs russische Dagestan ein zweites Mal aus. Dabei hatte ich so eine geile Route geplant. Ich will jetzt aber auch kein Trübsal blasen. Schließlich hatten wir mit etwas Ähnlichem gerechnet und insofern kommt es nicht ganz überraschend. Es liegen ja noch etliche 1000 Kilometer Abenteuerreise vor uns. Also besser den Blick nach vorne richten. Bei diesen Gittern fängt man schon an, darüber nachzudenken, ob man besser diagonal drüber fährt. So, jetzt freuen wir uns über das, was wir hier in Georgien erleben durften, genießen nun die letzten Kilometer im großen Kaukasus und sind gespannt, wie es weitergeht, denn eine Routenplanung für die weitere Reise, die gibt es nicht. Während wir die Heerstraße auf bestem Asphalt so langsam hinuntergleiten, stellt sich uns die Frage, wo wir heute übernachten werden. Bei Tankstellen sind wir wählerisch. Mit 400 Kilometer Reichweite müssen wir nicht jede Tankstelle nehmen. In Georgien eh kein Problem, es gibt genügend Tankstellen. Heikos und meine Gedanken zur Übernachtungslösung sind identisch. Ich denke, wir werden herzlich willkommen sein und es wird wie ein Zuhause in Georgien. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu verraten.
Nach 160 Kilometer ist dann Feierabend für heute. Wir genießen einen schönen Abend und wer gut aufgepasst hat in den bisherigen Videos, der sollte wissen, wo wir heute übernachten. Dazu mehr und auf welcher Offroad-Piste wir am nächsten Tag landen werden, erzähle ich euch im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss. Auf geht's.